Herr Schröder, ich sehe Sie so richtig lachen und grinsen. Sie fühlen sich wohl hier, oder? Ich bin ja auch von der Ausbildung her Maschinenbauer und kein Kaufmann. Das Kaufmännische ist mir im Laufe der Jahre nur so auf den Tisch gekommen. Das mache ich zwar mit, aber wie gesagt, ich bin dies hier, das ist mein Metier. Maschinen konstruieren, bedienen, optimieren, kaufmännische, langweilig. Aber sagen Sie es nicht weiter. In Lüdenscheid baut man Dampfmaschinen, immer noch. Kleine Modelle, in einer Fabrik, die anderswo Museum genannt würde. Und auch die Menschen arbeiten anders hier, mit Ruhe. Es ist die letzte Firma, die das Spielzeug weiter herstellt, Vilesco. Ein Familienbetrieb mit Nischenprodukt, 55 Mitarbeiter und Chef Thomas Schröder ist mittendrin. Die Fabrik, sein Leben. Haben Sie wieder nicht aufgepasst. Lackfehler dran. Sie sind aber auch ein strenger Chef. Das habe ich von meinem Vater geerbt. Wenn jede Menge Teile auf dem Tisch liegen, das erste Teil, was ich rausnehme, hat immer einen Fehler. Deshalb sollte man gleich mehrere kontrollieren. Aber die scheinen jetzt in Ordnung zu sein. Löst das bei Ihnen immer noch Gefühle aus, wenn Sie die ganzen Maschinen stehen sehen? Nach über 20 Jahren nicht mehr so. Also das ist ein Produkt, es ist ein schönes Produkt. Es ist leider so, dass die Jugendlichen heute nicht mehr so das Interesse dafür zeigen wie vor 20, 25 Jahren. Aber man kann es nicht ändern. Wenn morgens um 6 der Betrieb aufmacht, treten Frauen an. Es sind Frauenhände, die die Männerträume montieren. Ja, kennt ihr doch, ne? Warum nur Frauen? Frage an den Vorarbeiter seit 34 Jahren bei der Dampfmaschine und einziger Mann hier. Das ist ein Spielzeug für Männer und es arbeiten nur Frauen hier. Ja, das ist aber das ist ganz komisch, weil die Frauen, das sind die einzigen, was da können, ne? Montieren so. Das sind ja alle Handarbeiter. Und warum können das nur Frauen? Ja, die Männer, das ist nicht so schick Finger, ne? Die haben die richtig spitze Finger dafür. Und deswegen, das sind richtig, die Frauen sind begabt daran. Ne? Stimmt das? Fragen wir die Mitarbeiterinnen bei der Mittagspause. Sie müssen es ja wissen. Ihre Theorie ist eine etwas andere als die ihres Vorarbeiters. Es ist ein Spielzeug für Männer. Und hier sitzen nur Frauen, die das machen. Ja, aber das ist Sie haben uns überlegt, wieso die Männer beschäftigt werden können. Und dann macht man. Das sind die Frauen, sind die Köpfe. Ist einfach so. Hat einer von Ihnen selber zu Hause eine? Nein. Stell ich mir ja nicht in die Vitrine. So, das war's. Zurück an die Arbeit. Chef Schröder ist weiter auf Betriebsprüfung, diesmal beim Druckguss. Männerdomäne. Und eine der wenigen modernen Maschinen im Betrieb. Von wegen Industriemuseum. Wieder findet Schröder was zu beanstanden. Das Schwungrad der Dampfmaschine gefällt ihm nicht. Wie gesagt, erste Teil Schrott. Wie bitte? Erste Teil Schrott. Ist die goldene Regel hier im Betrieb, ja? Ist eine Blase drauf. Die Oberfläche muss glatt sein. Und wie bei dem gerade bei dem Teil sind da Lufteinschlüsse und dann bilden sich Blasen. Und so ein Teil kann man nicht verkaufen. Also das muss raus. Und wenn man dann eins findet, muss man sich natürlich mehrere ansehen, ob der Fehler weg ist. Hat schon was von Überwachung, was Sie hier machen, ja? Nicht Überwachung, Stichprobe. Wie bitte? Das ist eine Stichprobe, ist das. Normalerweise macht der Abteilungsleiter das. Aber so zwischendurch überzeuge ich mich gerne selber. Thomas Schröder ist in der Fabrik aufgewachsen, hat sie von seinem Vater und der von seinem Onkel übernommen.
Seit 1950 bauen die Lüdenscheider Dampfmaschinen. Im Nachkriegsdeutschland, da wollte jeder Junge eine haben. Was mit Feuer, Wasser und Dampf. Und das Ganze in glänzendem Metall. Aber seit den 80er Jahren interessieren sich immer weniger Jugendliche für das Spielzeug. Mädchen sowieso nicht und Jungs spielen Computer. Ohne den Export würde es Vilesco schlecht gehen. Aber auch das Frachtzentrum, ja fast die ganze Fabrik, ist altmodisch wie das Produkt selbst. Denn bei Schröder wird nur investiert, wenn das Neue besser ist als das Alte. Und das ist viel seltener der Fall, als man glaubt, sagen sie hier. Eine ganz schön alte Maschine, oder? Der ist ungefähr 25 Jahre alt. Also mit dem arbeite ich schon 25 Jahre. Das ist lange her. Und klappt noch genauso gut? Alles rein. Muss ich natürlich ab und zu mal pflegen. So Wochenende, zum Beispiel Freitag, haben wir mehr Zeit. Wenn man Eisen pflegt, dann hält ja länger. Warum nehmen Sie kein Klebeband so vom Supermarkt? Wir müssen ja diese stabile Band nehmen. Ist ja Faden dran, da kann ich euch mal zeigen. Wenn der richtig fest ist, dann kannst du richtig, also noch nie mal abreißen. Damit die Männer vom Paketdienst das nicht kaputt machen? Eben. Hier geht's ja gut, aber in, so viel ich weiß, im Depot werden die Dinge rumgeschmissen. Du weißt ja, was ich meine, oder? Ja, klar. Okay. Das Signal, die Ware muss raus. Aber ohne Stress soll ja nichts zerdeppern. Von Lüdenscheid in den Rest der Welt. Wo geht das alles hin, was Sie hier verschicken? Was ich jetzt geholt habe, alles nach Inland. Also hier Süddeutschland, hier oben Norddeutschland. Und wo schicken Sie sonst noch so hin? Fast überall. Australien, Kanada, USA. Sogar nach Dubai ein paar Sachen. Hier in der kleinen Sauerländer Fabrik gibt es auch einen mit Anzug und Schlips. Er verkauft der Welt die Dampfmaschine. Und zu ihm muss Schröder jetzt. Denn Mike Stimming ist gerade von Verhandlungen aus den USA zurück. Dort kaufen vor allem ältere Männer das Spielzeug Made in Lüdenscheid. Das kommt ohne Software, sondern mit ein paar Tropfen Wasser und Trockenbrennstoff aus. Einfach, verlässlich, langsam. Ein Markenzeichen. Wie kommt man dazu, Dampfmaschinenmanager zu werden? So richtig, so richtig modisch ist das nicht, ne? Nee, aber es gibt ja auch keinen anderen Dampfmaschinenmanager in Deutschland. Ich denke mal, das ist ein relativ seltener Beruf, in so einer Branche, bei so einer Firma arbeiten zu können. Es ist einfach schön, es ist ein Kindheitstraum. Ich sag mal, ich habe als kleiner Junge mit der Dampfmaschine schon gespielt. Von der Seite her ist das also durchaus ein Traumberuf. Am Herzkasper stirbt man hier nicht, ne? Ich hoffe nicht. Gibt es ja einige Manager. Ja, also die leiden unter anderen Syndromen. Nein, hier nicht. Das brauchen wir nicht. Gut. Gehen wir jetzt erstmal in Betrieb. Ja. Dahin, wo Chef am liebsten ist. Weit weg von der Büroarbeit. Zu seinen Facharbeitern. Auch mit dem Laser, der Blechteile für die Dampfmaschinen zuschneidet, kennt sich Schröder aus. Viertelstunde? Ja, der hier auch. Also Viertelstunde, 20 Minuten braucht der für so ein Blatt. Hier qualmen nicht nur die Dampfmaschinen. Selbst bei uns darf man inzwischen nicht mehr in den Büros rauchen. Das ist hier kein Problem, oder? Das ist eine Fabrik etwas anderer Art, oder? Gucken Sie mal da vorne an der Tür. Da ist ein Rauchzeichen. Hier ist Raucherzone. Und da bestehe ich drauf. Warum? Na gut, ich rauche. Hier rauchen sie alle. So gut wie alle. Und wenn die hier nicht mehr rauchen dürfen, dann werden die Sachen halt nicht pünktlich fertig. Die besten Ideen kommen beim Rauchen. Auch ein bisschen außer Zeit gefallen, diese Einstellung. Ja, sagen wir mal so, die Nichtraucher haben momentan die größere Lobby, aber vielleicht ändert sich das nochmal. Zurück vom Rauch zum Dampf, zur Firma. Was ist ein Chef für einer? Ein ganz bodenständiger, familiärer Mensch. Ist immer hier im Betrieb, von morgens bis abends. Auch vor allem ein privates Wort zu offen. Interessiert sich für seine Mitarbeiter. Hat so was Ruppiges zwischendurch mal. Ja, er ist halt so ein Typ für sich. Er ist halt hier im Familienbetrieb, Schröder. Aber das ist eigentlich, kann keiner sich großartig beschweren hier, muss ich echt sagen.
Und die sind alle voll identifiziert mit der Dampfmaschine. Das ist einfach unser Produkt hier. Und die bleiben alle dabei. Eine Fabrik als Spielplatz? Ja. Ein Spielplatz, dem die Mitarbeiter die Treue halten. Viele sind schon 10, 15 oder sogar 20 Jahre dabei, so wie Ernst Kaschke. Eigentlich schon in Rente, aber bei Vilesco gab es die zweite Karriere. Jetzt ist Kaschke 84 und repariert Dampfmaschinen. Jürgen, das ist ja von dem Kunden abgerissen worden, ja, hier. Gewaltanwendung. Du machst auch Kulanz, kannst du nicht machen, oder was? Ja, doch, machen wir. Gibt Ihnen das Sinn? Macht Sie das stolz hier, die Arbeit? Ja, ich möchte sagen, in meinem Alter, ich erfahre eine gewisse Bestätigung dadurch. Ich fühle mich nicht als überflüssig. Und für mich geht es einfach, ich habe immer eine kleine Funktion gehabt, nicht wahr? War es einfach was Schlimmes, zu Hause zu sitzen, nur über Salatköpfe zu reden, über Einkauf. All meine Bekannten, die in meinem Alter sind, die teilweise bei recht großen Firmen tätig waren und mit 58, teilweise sogar mit 55 in Pension oder Rente gegangen sind, wo dann die Firma den Ausgleich gezahlt hat. Die haben sehr viel, was haben die gemacht? Skat gespielt, Bildzeitung gelesen, ja, keine Beschäftigung, keine Betätigung gehabt. Und die Frau genervt? Ja, da bin ich fast noch der Einzige, der übrig geblieben ist. So, muss ich runter in die Montage. Wir haben die Fabrik und die Menschen kennengelernt, bei denen sich alles um die Dampfmaschine dreht. Jetzt wollen wir sie endlich sehen. So, jetzt dauert das einen Moment. Viel getan hat sich in der Dampfmaschinentechnik aber nicht. Die Zeit der Dampfmaschinen ist eigentlich vorbei. So gibt es da auch keine Neuerungen mehr. Wenn man eine Dampfmaschine jetzt umstylt oder Ähnliches macht, akzeptieren die Kunden das nicht mehr. Wenn die sich eine Dampfmaschine kaufen, dann wollen die eine Maschine haben, die so aussieht, wie sie seinerzeit in Natura gegeben hat. Ja. Beunruhigt sie die Welt da draußen? In gewissem Maße ja. In gewissem Maße ja. Es wird immer hektischer, es wird immer ineffektiver. Und dem versuche ich so ein bisschen durch unseren Betrieb ein bisschen entgegenzuwirken. Dass alles in geordneten Bahnen läuft, wie es eigentlich laufen sollte. Eine Fabrik, eine Firmenphilosophie. Aus der Zeit gefallen wie das Produkt, das hier hergestellt wird. Wo wollen Sie hin? Das ist mein Reich. Und was? Nicht für die Öffentlichkeit. Was passiert denn da drin? Da habe ich auch Neuigkeiten drin oder Neuheiten für die nächste Zeit. Die dürfen nicht ins Fernsehen. Ich habe auch gehört, das sieht nicht so ganz ordentlich aus da drin, oder? Kein Kommentar.